Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 28. September. Heute haben wir dabei TikTok, Amazon Prime Day, Google Meet, Google Maps und Uber. Beginnen tun wir mal wieder mit TikTok. Habe ich ja gerne bei mir in der Daily. Und ByteDance hat ja dagegen geklagt in Amerika und das US Federal Court hat jetzt gesagt, dass der TikTok-Ban nicht heute am Montag eingesetzt werden darf und sprich erstmal ausgesetzt ist, während sie prüfen, ob denn der Ban überhaupt rechtmäßig ist. Es bleibt also weiterhin spannend und ich halte euch da auf dem Laufenden. Und nächstes Thema, Amazon. Der Prime Day 2020 steht an und Amazon hat das Datum oder die Daten bekannt gegeben. Und zwar geht der Prime Day von Dienstag, dem 13. Oktober, bis Mittwoch, dem 14. Oktober. Und da bekommt ihr dann als Prime-Mitglied Millionen Angebote präsentiert. Und dieses Jahr möchten die wohl gerne kleinere und mittlere Unternehmen fördern. Tja, schauen wir mal, was daraus wird. Und schon ab heute bis entsprechend zum 12. Oktober erhalten Prime-Mitglieder, die für mindestens 10 Euro Produkte von ausgewählten kleinen und mittleren lokalen Händlern kaufen, also auf Amazon, 10 Euro Guthaben, das sie dann am Prime Day einsetzen können. Ja, schaut mal rein, wenn ihr Amazon Prime-Mitglied seid. Vielleicht ist das ja was für euch und ihr spart da ein paar Euro. Google Meet. Die hatten ja im April angekündigt, dass ihre Video-Meeting-Lösung Google Meet entsprechend umfangreich und kostenlos zur Verfügung steht in Sachen Corona, wenn jetzt alle zu Hause bleiben müssen. Haben aber damals schon gesagt, am 30. September ist Schluss. Dann wird es entsprechend auch Restriktionen in der kostenlosen Variante geben. Und das wird jetzt auch durchgezogen, also ab Mittwoch dieser Woche, können Nutzer, die es kostenlos nutzen, nur noch 60 Minuten Videokonferenzen machen. Ist auch lang genug für die meisten, würde ich mal sagen. Ansonsten benutzt einer von euch Google Meet. Ich habe es, glaube ich, noch nie benutzt. Entsprechend Teams und Zoom ist, glaube ich, zumindest in meinem Umfeld das meistgenutzte. Aber selbst wenn, mit 60 Minuten wäre ich da auch locker dabei. Und wenn nicht, dann raus und rein, wenn das geht. Müsste eigentlich gehen, oder? Schauen wir mal. Also, ihr seid auf jeden Fall vorgewarnt. Am 30. September gibt es Änderungen da. Und bleiben wir im Hause Google. Änderungen gibt es auch bei Google Maps, allerdings wohl nur für Android erstmal. Und zwar eine eigene Oberfläche für, wenn man am Autofahren ist. Das ist der Driving-Modus. Und da ist dann alles viel einfacher und größer von den Buttons gestaltet, damit ihr entsprechend auch während der Fahrt damit vernünftig umgehen könnt. Wenn ihr kein entsprechendes Android-Auto-Gerät habt, was das eh schon ersetzt. Die Frage ist, ob das dann überhaupt wieder rechtens ist, weil man ja, glaube ich, kein Touchscreen bedienen darf während der Fahrt. Aber beim Parken könnt ihr das dann einfacher bedienen. Schaut es euch mal an, es hat wohl noch nicht jeder bekommen. Ist wohl ein Update, was wieder nacheinander ausgerollt wird an die ganzen Nutzer. Und letztes Thema für heute. Wir hatten ja schon länger Uber nicht mehr, aber jetzt haben wir es wieder. Uber hat nämlich in London den Einspruch vor Gericht gewonnen. Also die wurden ja, oder beziehungsweise denen wurde die Lizenz entzogen, halt in London zu operieren. Dagegen haben sie dann geklagt. In erster Instanz haben sie da wohl verloren und jetzt beim Einspruch haben sie gewonnen und dürfen halt wieder in London operieren. Sagt man das in Deutsch überhaupt so? Also hier, sie dürfen fahren und ihre Dienste anbieten. Ob das dann wirklich die letzte Runde ist in der Auseinandersetzung mit der Stadt London und dem Transportservice, ja, lasse ich mal im Raum stehen, vielleicht kommt da noch was. Ansonsten erstmal gute Nachrichten für Uber. Und das war's auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.